18 Jahre. Schön, 6 Jahre haben wir auch da. Schön. Schön, das machen wir. Du hast ein schönes Aikido, das wissen wir auch. Du bist auch noch motiviert. Ja. Und ich wünsche uns eigentlich einen schönen, ruhigen Lehrgang. In den nächsten anderthalb Stunden, dann machen wir ein kleines Kaffeeproblem, weil der ganze Kaffee, Kuchen, Kekse und so, die müssen alle noch weggefuttert werden. Ja, und dann steigen wir nochmal kurz ein. Das war's. Okay. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich mal wieder hier sein kann. Und wir machen uns erstmal etwas warm. Dann schauen wir mal, wie wir so flächenmäßig zustande kommen. Und irgendwann werden wir dann auch noch die Waffen bauen, aber erst später. Weil ich erstmal gucken muss, wie viel Platz wir haben, was ich dann machen kann, ohne dass ihr euch gegenseitig die Ohren wegbaut. Gut, Dr. Talek, bitte machen wir uns kurz warm. So, ich fange mal an. Ganz locker auf der Stelle, lass die Arme baumeln, sucht euch genug Platz. Kommt ruhig näher heran. Zentrum und auf gar keinen Fall so. Ja, sondern in diese Position.
Das zeigen wir noch eben aus der Praxis für die Praxis. Wenn ich so stehe, ist es ungünstig und kann aufstellen. Ich stehe so in diesem Winkel etwa, sodass ich immer in seine Richtung arbeiten kann. Nehme meinen Unterarm ans Knie, weil jetzt kann ich mein Zentrum hier übertragen. Und das heißt, ich drücke jetzt immer ein Zentrum auch auf den Ellbogen und hier oben kann ich ihn locker halten. Und er steht auch nicht so schnell auf. Ja? Okay, jetzt mal auf die Feinheit. Jetzt nochmal die ersten Feinheiten. Jetzt nochmal so ein paar Dinge, wo ich sage, aus der Polizeipraxis heraus halte ich die für sehr wichtig. Wenn ich eine Fahrt überführt habe, das habe ich ja gerade schon gesagt, warum ich in diese Position gehe, weil ich hier mein Zentrum gut übertragen kann. Achtet bitte auch auf die Stellung der Füße. Ja? Ich stehe jetzt in der Position. Ich bin hierhin beweglich, aber auch stabil. Und das Gleiche in der Richtung. Ich kann auch, wenn er da unten rumruckelt, kann ich immer ein bisschen mein Gleichgewicht noch korrigieren. Stehe ich so, bin ich da auf gar keinen Fall hin. Stehe ich so, bin ich nach vorne, das ist jetzt schon außer Gleichgewicht. Und ihr seht schon, das fange ich ab, indem ich sowieso diesen Schritt mache. Ja, und bevor ich den machen muss, stelle ich den Fuß auch gleich so. So. Das ist mal der erste Grund. Und jetzt habe ich auch hier Kontakt zum Partner. Ich merke also, wenn er irgendwas macht, ich spüre das über den Kontakt hier. Also halte ruhig den Kontakt. Die Schulter muss unten am Boden sein. Weil dann habe ich die Gelenke blockiert und kann er nicht mehr bewegen. Jetzt die Frage, wie gehe ich runter? Grundsätzlich könnte ich so runtergehen. Ich mache es aber genau andersrum, weil ich gehe hier runter, kommt noch jemand anders, habe ich hier einen Rang, mich zu wehren, ich habe trotzdem die Kontrolle. Gehe ich so runter, habe ich verloren. Das ist der Grund, warum ich das so mache. Rein physikalisch kann man es auch anders machen. Ja? Aber rein taktisch bin ich so immer besser dran, weil ich zumindest eine Hand habe, um mich zu wehren. Zur Verhebelung. Das Zentrum kommt da drüber, nicht so. Ich setze nämlich mein Zentrum nach hinten ab. Ja, sehe ich sehr häufig, deswegen sage ich es extra. Ja. So, das Zentrum muss da drauf. Und dann kontrolliere ich hier aus dem Zentrum. Nicht so, und so halte ich ihn nicht. Wieder weg. Ja. Sondern das Zentrum muss da drauf. Wie? Zum Weggehen. Auch da sehe ich sehr viele Möglichkeiten, die mal benutzt werden. Ist er schlecht? Hinten sehe ich auch nicht, was er mit den Füßen macht. Über den Partner steigen ist ganz hoch. Also, aus der Position, ich gucke ihn an. Und die geht so weg. Und die Technik ist erst dann zu Ende, wenn ich erkenne, er geht auf oder er greift nochmal an. Aber nicht vorher. Ja, das ist auch nicht so stehen. Mal gucken, was er macht, wenn ich bin. Bereit und warte ab, was er tut. Jetzt machen wir nochmal, die war so 4-5 Mal, dann machen wir weiter. Das ist Automatismus.
Hier hin. Jetzt bringst du ein Gleichgewicht. Da ist so eine Bewegung.
Energie da reinstecken. Wofür? Völlig überflüssig. Denk mal, die Grünen, die sind ziemlich stark noch in der Wählerschaft. Energieverschwendung, neben Veggie Day, das ist ein Thema. Jetzt in Bewegung. Jetzt in Bewegung, 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 Bewegung. Sein Befehl, nicht machen. Ich habe ihn nicht einmal gezogen. Ja, also bitte nicht hingehen und jetzt hier am Arm ziehen und versuchen am Kopf hier irgendwas zu machen. Wenn ihr schon das machen müsst, dann war die Gleichgewichtsrechnung schon nicht gut und eure Position wahrscheinlich nicht gut. Ich muss wieder genau in die Position, die ich vorhin bei Udo Seich gespielt habe. Schau mal, ich bin doch hier für ihn gar nicht angreifbar. Er ist mit seinem Gleichgewicht beschäftigt. Jetzt will ich mein Zelt machen. Mit unten und lenke oben gleichzeitig hoch. Fertig. Mehr muss ich gar nicht tun. Wie bei der E-Mail, nur auf Sendung. Da würde ich den Post ja auch nicht mehr vorgeschrieben. Ja. Fertig. Noch einmal mit deutlich weniger Eigenanteil. War ja auch leicht für ihn, das ist so ein alter Stabsoffizier gewesen, der Rolf, der im Schnee diese Schritte gemacht hat. Da hat gesagt, Schüler nachmachen, ist übergetreten, in seine Fußstapfen nicht richtig reingetreten, da war das sofort falsch, klatsch, gab es an den Nacken. So kann man Aikido natürlich nicht machen. Ich muss Aikido so machen, wenn ich das Gefühl habe, physikalisch funktioniert das, ich bin mit meinem Partner eine Einheit und das Ganze ist richtig rund und fluffig. Irgendwie passt das so richtig. Das ist auch mit jedem Partner anders, deswegen rate ich euch auch, wechselt einfach mal zwischendurch den Partner. Weil jeder greift anders an, jeder hat eine andere Anatomie und demzufolge lernt man auch viel mehr, wenn man mal den Partner wechselt. Was noch ganz wichtig ist beim Aikido, deswegen habe ich diese beiden Techniken gerade vorgezogen. Ellbogenkontrolle. Ja, weil hier kann ich über den Hebel den Partner beeinflussen. Und hier ist es so, über den Ellbogen habe ich die Kontrolle. Er kann mich hier nicht angreifen, selbst wenn er den Unterarm abknickt, alles gar kein Problem. Kann er frei bewegen, ist mir egal, ich kann mir höchstens einen Vogel zeigen. Für mehr wäre das nicht gut. Aber ich habe hier die Kontrolle. Und ich habe hier auch immer einen schönen kurzen Hebel, da kann ich arbeiten, da kann ich das Gleiche nicht beeinflussen. Wenn ich hier runtergehe, habt ihr gesehen, die Reaktion? Ja? Hier habe ich schön Kontrolle über sein Zentrum. Jetzt gehe ich hier hin, zack. Das liegt daran, weil ich jetzt hier zwei bewegliche Elemente habe, zwei große Gelenke. Und sobald er die bewegen kann, kann er jetzt den Arm bewegen. Das heißt, er entspannt den Arm, richtet sich auf. Man kriegt jetzt zwar eine super Kontrolle, aber irgendwie stehen die anderen Waffen gegen mich. Ja? Also von daher ist das sehr gut, wenn ihr den Ellbogen kontrolliert. Das gilt dann auch insbesondere für Schumanski. Ich kontrolliere hier den Ellbogen. Die bewegen. Jetzt habe ich den Ellbogen abgeknickt, Unterarm unter Kontrolle und kann dann auch den Ball wieder sehr leicht beeinflussen. Ich gehe von hier aus. Und dann ist es auch völlig egal, in welcher Höhe er angreift, weil das ist immer die gleiche Höhe. Ich darf mich nie konzentrieren auf die Faust. Was kann er dann, wenn er das macht, dann stehe ich nach oben. Ja? Ich fuhr hier unten rum. Oben geht es immer auf die Nuss. Das ist gut. Ja, wenn ich runter, am Arm runter, wenn ich die Bewegung mache aus der Drehung heraus, kann man auch passieren. Ja, ich kann das gar nicht verhindern. Das schlackert so da rein. Jetzt habe ich den Unterarm in der Ellenbeuge und die Hand am Handgelenk. Das ist der Hebel, der da rein steht. Ja, ich Distanz rein. Und schon kommt dann ganz normal Kollege Eschenbach. Macht das mal erst langsam, damit ihr seht, dass ich verkürze die Distanz. Ja? Jetzt die Distanz vergrößern und Kollege Eschenbach. Von da. Schön langsam. Distanz verkürzen. Distanz erhöhen. Ja, und schon auch hier. Ja, ich beeinflusse. Das Ellbogengelenk zuerst. Nicht hier, volle Pulle einsteigen. Das Ellbogengelenk zuerst beeinflussen. Ihr steht in der gleichen Position wie gerade bei Eliminar. Ja? Ich mache die gleiche Bewegung. Achtet darauf, dass der Partner wirklich schon so zu liegen kommt. Ich gehe meistens mit dem Schienbein schon wieder hier rein. Aber jetzt gehe ich mit einer Bewegung hier rum. Da
dann auch hier sofort kontrollieren. Verhindern, dass er sich aufrichtet. Ja? Ich mache das mit einer Drehung. Achtung auf den Fuß. Es ist nicht nur der Fuß, den ich jetzt bewege, sondern ich drehe die Hüfte. Bei ihm kommt auch eine Reaktion. Und der geht mich jetzt nach. Der geht jetzt ein. Und lege, führt die Bewegung sofort weiter, sodass ich dann das Messer wegnehmen kann. Und bitte haltet hier den Ellbogen davon. Schau, nicht die Runde. Ich muss mit dem Ellbogen festhalten. Zack. Da ist schon Spannung drauf, ohne dass ich hier was gemacht habe. Und erst dann öffne ich und würde jetzt das Messer schicken. Das Ganze nochmal ohne Messer, aber mit richtig. Lass den Bart auch hier einfach mal laufen. Macht alles mal bewusst langsam. Also nicht die Energie unterbrechen. Ich hebe die Energie auf, dass sie laufen, laufen, laufen. Halt Bewegung wie gerade. Hier unten runterher. Weit genug? Daraus, wenn ich die Bewegung mache, viele andere Bewegungen daraus entwickeln. Ja, ich finde auch diese Form. Oh. Als Nagel. Das passt schon. Keine Ahnung. An der Wand ist der Zeit garantiert zu Ende. Ja? Kann man dann auch. Da weiter. Weiter Bewegungsablauf. Oder war das Ablaufen?
Aber nochmal eins. Führen, Hüfte drehen, gleich wieder hier übernehmen. Fünf. Er will rumkommen, ich gehe hier rein und führe ihn gleich runter auf den Boden. Jo, ich würde sagen, machen wir das mal alle. Den Shinaga. Als ich meine Prüfung zum ersten Mal gemacht habe, das war 1979, wer war da noch nicht auf der Welt? Ich musste mal ganz schnell, schön auf der Linie. Ich habe mich mal bemüht, dass mein Partner nicht gleich überall hat. Ich habe damals die Prüfung mit Edmund Kern gemacht, also Edmund war mein Uke. Ich muss also mal gucken, dass ich seinen Bauch so etwas ausweiche. Der war nicht ganz so füllig wie heute, aber Erik war schön zu verzeichnen. Wenn man das jetzt mal physikalisch betrachtet, wenn ich das mache, bumm. Ja, du bist Ingenieur, du würdest sagen, bumm. Entschuldigung, Blödsinn. So, also ich muss immer aus dem Weg gehen, ist schon mal das Erste. Ja, also gehe ich auf die Linie, soll ich hier von der Linie weg. Jetzt seht ihr schon seine Reaktion. Weil jetzt etwas passiert, was er gar nicht einkalkuliert hat, sondern er hat einkalkuliert, den drücke ich jetzt weg. Also, aus der Linie raus, Distanzverkürzung, dadurch kommt auch diese Reaktion am Ellbogen zustande. Wenn ich jetzt die Hüfte noch ein bisschen drehe, merkt ihr, die Reaktion wird noch stärker und dann kann ich nach vorne gehen und die Technik durchführen. Bitte macht mal da. Jetzt kommt noch was dazu. Und das ist die Frage, wie ich den Ski ausführe. Himmel, Erde. Mir gefällt viel besser Yin Yang Nage oder Irimi Denkan Nage, weil es deutlicher macht, was diese Technik eigentlich tatsächlich tut. Ich wende beide grundlegenden Prinzipien an, Yin und Yang. Das Außenrichtige, das Innenrichtige, das Passive, das Aktive. Ja, eine Ergänzungstechnik. Wenn ich was auf die Erde befördern will, ist der einfachste Weg, es fallen zu lassen. Ja, es ist viel anstrengender, es auf den Boden zu legen. Wenn ich was in den Himmel befördern will, dann weiß jeder, der schon mal eine Rakete gezündet hat, nein, der weiß, da braucht man viel Energie, um da hochzukommen. Das ist also das, was aktiv ist, wo ich Energie einsetzen muss. Und genau in diese beiden Komponenten muss ich die Energie des Partners zerteilen. Und das muss ich in meine Bewegung einbauen. Das heißt also, die Erde ist die Bewegung. Und dann passiv. Ja, er will greifen und ich nehme ihm so dieses Gefühl, wo er sich festhalten kann. Mache ich das hier. Ihr habt seine Reaktion gesehen. Ja, die Muskulatur kontrahiert, er macht einen Ausfallschritt und steht, weil er sich hier halten kann. Ja, und jetzt sucht er den Punkt, wo er sich halten kann und ist dann schwach. Das verbinde ich mit der zweiten Komponente. Und jetzt muss ich diese Bewegung, also das Anweichen von der Linie Gesundheit, die Körperdrehung aus der Hüfte, mit dieser Zerteilung der Energie, das muss ich jetzt zusammenbringen. Und dann kommt diese Bewegung raus. Auch hier wieder Zentrum zum Partner gerichtet. Sehr häufig sehe ich diesen Fehler auf der Darmprüfung, dann schiebe ich dann mal. Ja, Zentrum geht da weg. Und das passiert. Bei der Prüfung macht der Partner das natürlich alles schön mit, damit es auch gut aussieht. Aber das kann ich auch vermeiden, indem ich von vornherein die Technik so mache, dass ich mein Zentrum auf den Partner ausrichte. Also, Linie verlassen, unten passiv, oben aktiv. Die bewegen. Ja, und bleibt unten auch passiv. Nicht unten nochmal nachlegen. Wenn wir das in der Hand sehen, die bleibt passiv. Okay, bitte mal den Ski. Und wie gesagt, jeder ist anders. Deswegen kann ich mich auch nicht darauf einstellen, dass es immer das ist. Ja? Einige versuchen diesen Weg. Ihr seht schon, was passiert. Den Ski-Nagel kriege ich hier gar nicht mehr hin. Weil ich ihn schon so verfriemel, dass es da nicht mehr geht. Hat jemand den Übungsobermeister mal gesagt, der Himmel, der muss da richtig dann nach oben geführt. Weil ihr seht, was passiert, ich kann ihn gar nicht führen. Das bringt mich zu der Frage, die immer wieder diskutiert wird, bei Bundeslehrgängen, Werner, würde ich Sie erinnern, was ist denn jetzt eigentlich Himmel? Aber. Da gucke ich erstmal so ein bisschen komisch, ja, muss ich den jetzt so führen, weil da oben ist ja der Himmel. Das ist seit 45 verboten. Oder sag ich auch, das nicht. Das nicht, aber das. 45 Grad ist verboten. Ja.
Also wenn ich jetzt mal gucke, da ist mit Himmel schon langsam schwierig, insbesondere wenn da so ein Berg ist. Da kommt ja Horizont, ja. Ja, ja. Der Teutoburger Wald. So, also dann ist doch völlig egal, wo jetzt sich dieser Arm genau bewegt. Das ist doch völlig wurscht, das spielt doch gar keine Rolle. Genauso die Frage, was ist denn Erde? Muss ich jetzt da runter oder da, das spielt doch überhaupt alles keine Rolle. Das ist völlig wurscht. Das kommt darauf an, dass ich mit meinem Zentrum führe und meinen Partner spüre. Ja, ich mache jetzt mal die Augen zu. So. Okay. Ja, ich habe ihn gespürt, ich habe gesehen, was hat er mir gegeben und dann kann ich damit umgehen. Und die Form ist immer wieder ein ganz klein wenig anders, was ich auch immer ein ganz klein wenig anders angreife. Mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen schwächer, mal von dem Oberkörper mehr nach vorne, mal hat er den Fuß ein bisschen weiter nach vorne gesetzt. Also auch sein Angriff ist immer wieder ein bisschen anders. Es gibt nicht die Technik. Ja, wer das behauptet, sagt, das ist Mumpitz. Lebensfremd. Ja? Spürt euren Partner. Jetzt. Gut ein. Dann seht ihr genauso sein Gleichgewicht. Das kann er gerade noch so eben halten. Und das ist so eine ganz kleine Bewegung aus dem Zentrum mitmachen. Ja, das reicht völlig aus. Und der Rest, das ist so Schmuck an der Jacke. Und da kann ich Form machen, irgendwie erhalten. Ja, das ist alles Mumpitz völlig über. Konzentriert euch auf das Wesentliche. Zentrum, geht aus dem Weg, Hüfte wird ein bisschen gedreht, Schritt hier nach vorne, Partner, aufbauen. So. Und das macht ihr jetzt nochmal ganz präzise. Konzentriert euch auf den Partner und nicht auf irgendeine äußere Form. Danke. Ja, weil genau in dem Augenblick, in dem er sein Zentrum beginnt, nach vorne zu setzen, das ist der richtige Augenblick. Egal welcher Angriff zugrunde liegt, mal stehen bleiben. Egal welcher Angriff zugrunde liegt, ich muss immer eins machen. Ich muss ausholen, muss meine Masse in Bewegung setzen und versuchen, so viel kinetische Energie an den Punkt zu bringen, den ich angreifen will. Selbst wenn ich nur die Hand haben will. Ja, dann mache ich nicht so. Sondern hole ich mir. So, das gleiche ist, wenn ich von oben schlage, dann mache ich nicht so. Ja, sondern da muss ich mich konzentrieren, genau auf den Punkt. So, und wenn er jetzt kommt und jetzt agieren. Dann schaut mal, ich gehe seinen Schwerpunkt hier vorbei und ich kann ihn führen. Und das macht ihr jetzt mal nicht auf Schnelligkeit, sondern eher auf Präzision. So, und dann könnt ihr nebenbei gleich noch ein zweites Element ausprobieren, wie es aus dem Keldo, nämlich den Blick ganz weit machen. Ja, also nicht scharf den Partner sehen, sondern Blick weit machen, ich sehe die Konturen, das reicht. Er setzt sich in Bewegung jetzt. Warum schaffst du das? Ich sehe doch jetzt. Ja, langsam. Okay, auf geht's. Schon richtig in Schlagposition, er kann das Knie hochziehen, ich habe dann null Chance. Geht noch nicht. Kannst weitermachen. So, auch noch. Pause.
Meter, voll und quer, alle Knie schon, alle Stehne. Thank you.
Ich muss erstmal weg. Am besten geht das, indem ich gerade meine Distanzwaffe die Distanz verkürze. Weil der Vorteil dieser Geschichte liegt ja darin, mich auf Distanz zu halten, um mich dann voll mit der Spitze entsprechend attackieren zu können. Das ist der Vorteil der ganzen Geschichte. Ja, beim Stoß. Dann schlage ich dann natürlich dann mit dem vorderen Bereich aus der Distanz heraus zu schlagen. So, also jetzt Distanz verkürzen. In dem Augenblick, in dem ich verkürze, muss ich hier schon um. Also hier rein, hier gleich hier drauf und weg oben. Also da rein. Und da. Versuchen wir mal. Hier direkt. Da. Versucht gar nicht irgendwie großartig zu greifen, braucht ihr gar nicht. Auch hier wieder den Blick offen machen, rüber, vorne. Ja. Da rein. Mal langsam. Ganz langsam. Ja, schau, er greift an. Ich rutsche hier vorne einfach rein. Nehme hier den Kontakt auf. Und lasse den Zentrum locker da drauf fahren. Da rein. Ja, und seht ihr, was ich mache? Ich hebe. Hebel Lager, Hebel Arm und mit meiner Bewegung den Hebel sofort um. Da rein. Okay, langsam und versuche es mit einer fließenden Bewegung. Schön langsam. Bleibt mal da gerade stehen, wo ihr seid. Oder bitte nochmal ins Kreis. Bitte nicht aufnehmen und wieder umlenken. Das ist also wahrscheinlich viel Zeit, die Zeit kommt hier gar nicht. Ja? So, ihr müsst in dem Augenblick, in dem ihr nach vorne kommt, müsst ihr schon umlenken. Ja, schon mal, ich habe einfach nur hier rüber gehebelt und jetzt setze ich gleich das Zentrum drauf. Also ohne viele große Schritte, das sind nicht viele Schritte. Aber ich muss hier rein, gleich umlenken, rüber. Das ist quasi ein Schritt in die Technik rein, nicht drei, vier. Was auch fatal ist, wenn ihr Form es macht, wenn ihr jetzt hier reingeht und versucht hier oben auszuheben, das geht gar nicht. Weil ihr gar nicht da reinkommt. Ja, ich muss mich jetzt schon fürchterlich anstrengen, um überhaupt seine Arme zu heben. Das ist Quatsch. Und er steht auch in der Position. Ich mache nur einen Zuckigatschi, einen Gleitschritt nach vorn. Und den setze ich konsequent weiter fort. Geht da rein. Entschuldigung. Ja. Und Martin ganz anders, ob man das sieht. Ja, geht einfach da rein. Das ist eine einzige fließende Bewegung. Die ist nicht unterbrochen von drei Ausschritten. Thank you.
Ganz langsam bitte. In Zeit. Extrem langsam.
26er Bildfolge, bitte. Ah, das ist gut. Ja, auch hier kontrolliere ich sofort wieder den Ellbogenbereich. Die Seite geht jetzt zurück, erhöht sich die Spannung. Zentrum nach vorne. Die Beine noch freilassen. Nochmal. Schön, ne? Ja, nur seit das auch. Ja, rein. Ja, mit der Bewegung jetzt. Push-up-Pass nehmen wir das. Da nochmal langsam. Geht's aber. Das Ding war gut. Ja, was ich glaube, gemacht. Habt ihr gesehen? Ja. Das ist der eine, der ganz wichtig ist immer, das könnt ihr auch gar nicht verhindern, das ist der Reflex, den müsst ihr mit einbauen. Reflex ist, wenn was auf den Kopf zufliegt, diese Schutzreaktion. Ja? Wenn ihr was auf euren Kopf zufliegt, ist das völlig normal. Das könnt ihr nicht ausbauen, das ist Gott gegeben. Ja? Das kann ich jetzt ausnutzen, indem ich diese Bewegung einfach weiterführe. Geht's dir gut? Ja, ja. Jetzt, ich hab's. Ja, den Reflex einfach zulassen. Und jetzt schön gemütlich. Das blockiere ich zum einen den Oberkörper. Bitte? Jetzt würde ich sagen, das ist schwer. Dann kann ich hier hebeln. Ja, und ich kann hier hebeln. Zum Schluss zeige ich, dass ich jetzt das Messer habe, wenn du Bescheid weißt, dass ich das anders umgehen kann. Achte nochmal auf das Sabaki. Ja, das ist wieder ein Tiki-Aschi nach vorn. Gepaart mit einem Tiki-Aschi. Und jetzt geht hier die Fußkante schön langsam runter. Ja, blockiere hier seinen Oberkörper, hier und hier und an der Hand. Eine fließende Bewegung. Okay. Ihr seht alle jetzt die vielfach Folgendes. Natürlich jetzt auch übertrieben, wie schön das. Aber ihr versucht zu steuern, ihr versucht zu fassen und zu regeln und zu dröseln und zu machen und zu tun. Braucht ihr doch gar nicht. Wenn ihr die Bewegung des Partners zulasst, dann macht er doch alles für euch. Was ihr braucht, ist nur der Reflex. Und der ist doch sowieso da. Lasst ihn doch einfach mal zu. Ja? Schau mal. Reflex, Tage, bewusst, schwimm langsam zu Boden. Er fällt doch sowieso runter. Und ich komme doch auf ihn zu liegen. Es ist doch alles gut. Ganz anders. Zu die Asche und die Arme. Und es ist auch egal, ob er das hier unten macht. Oder? Auch da würde ich die Arme runternehmen. Es ist das gleiche. Die gleiche Bewegung. Fertig. Ja? Er fällt schon alleine runter. Ich muss ihn nur begleiten. Im Ernstfall wird das deutlich schneller tun. Wenn ich mit meinen 90 Kilo nach unten platsche, dann tut ihm das richtig ordentlich weh. Das machen wir natürlich beim Training nicht. Deswegen setze ich den Fuß ja auch so auf,
dass ich langsam rutschen kann und kann mein Gewicht abfangen, damit es nicht so auf seine Schulter und seinen Ellbogen geht. Ja? Ja, ja. Wir machen zwischendurch noch einen Test. Ich war jetzt noch beim Polizeiarzt, der hat den Hund rausgehört. Also, solange er noch ein bisschen falsch ist, dann Lunge, das höre ich dann. Ja, also die dahin. Ganz locker. Und in dieser Bewegung habe ich doch den Fuß wieder vorne. Der innere Fuß muss immer vorne stehen beim Partner. Und jetzt brauche ich doch nur noch. Ganz locker, er geht runter. Ich habe nichts gemacht, ich bin ihm nur gefolgt. Ja? Also versuch bitte nicht, den Partner bewusst irgendwie zu lenken, zu steuern. Das klappt im Ernstfall nie. Ihr stabilisiert den Partner sogar. Lasst es einfach zu. Das ist das Geheimnis des Aikido. Zulassen. Okay. Genau spüren, wie ihr den Partner führen müsst. Ohne Technik wird fast immer falsch gemacht. Weil viele versuchen jetzt, da zwischendurch zu kommen. Ja? Wenn ich da hingehöre, das fällt da ganz locker. Das passt nicht. So, dann lassen einige den Arm auch gerade und versuchen jetzt aus der Position zu heben. Ich habe aber fest, das geht gar nicht. Auch hier müsst ihr wieder völlig locker bleiben. Das heißt, ihr könnt euch in diese Position beispielsweise stellen. Und jetzt kann ich aus der Position ganz einfach hebeln. Ja? Jetzt habe ich im Grunde genommen das, was wir vorhin mit dem Stab hatten. Ich habe ihn schön ausgehebelt und jetzt kann ich mit dem Stab vorn den Partner auch werfen. Also ganz locker in diese Position. Da. Mit dem Deckel anschieben und mit dem Zentrum unter das Zentrum des Partners. Aufgestanden. Ja? Die Kraft lenken, Spannung aufnehmen. Weiter geht das hier nicht. Auf gar keinen Fall jetzt gegen den Widerstand, sondern jetzt den leichten Weg. Dazu kommt die Bewegung der Füße. Hier hin. Jetzt drehe ich hier rein, hebe, stelle mich auf den Fuß, sodass ich jetzt den wieder nach vorne bewegen kann. Und diese drei Schritte, 1, 2, 3, ermöglichen mir eine fließende Bewegung. Doch, das Gyros in den Mund zu schaufeln, weil der Bizeps so angeschwollen ist, dass er den Kopf so bewegen kann. Ja? Also das ist definitiv falsch. Da bewegt sich kein Millimeter hier, ne? Der Einzige, der sich bewegt, bin ich. Ist auch viel leichter, wenn ich mich bewege. Ja? So, der eine oder andere kriegt das hier hin und dann übertreibt das. Und da habe ich wieder ein Problem. Ja? Weil ich ihm das Gleichgewicht zurückgebe. Ihr müsst einfach nur mal spüren, wo der Partner schwach ist. Mehr geht nicht als hier. Ja? Und jetzt kommt auch noch wieder eine Überlegung. Wo werfe ich denn hin? Dahin? Oder stabilisiert er sich da? Also muss ich da genau fühlen, was ist denn da jetzt möglich? Unter Umständen ist es da ja viel besser. Es sei denn, ich führe ihn da gerade auf einen stabilen Fuß zurück. Ja? Also muss ich aus der Position jetzt mal gucken, was ich mit dem Zentrum mache. Schaut mal, ich mein Zentrum bewege. Gibt es eine Reaktion bei ihm? Ja? Dann entscheide ich, wo ich ihn hinwerfe. Ihr müsst spüren, was euer Partner macht, was er euch gibt. Ja? Nicht ich bin derjenige, der den Input gibt, sondern ich gucke, was er mir gibt. Hier raus. So, jetzt habe ich die Spannung. Mehr Spannung gibt er nicht. Meine Drehung aus dem Zentrum war jetzt einfach. Die Drehung, das hätte ich nicht werfen können, aber die muss ich machen. Und das muss ich spüren, aus dem Zentrum heraus spüren, wo ich hin will. Das ist der eine Punkt. Jetzt kommt der zweite. Der eine oder andere macht jetzt den einarmigen Banditen. Ich warte nur darauf, dass die Hand in der Hosentasche verschwindet. Der Partner macht alles locker mit. Macht er natürlich nicht. Schau mal, wenn ich in der Position stehe, dann ist mein Zentrum auch nach vorne ausgerichtet. Wenn ich die Spannung wegnehme, merkt ihr das? Ja? Oberkörper dreht sich ein ganz klein wenig weg, das ist auch das Zentrum.
dreht sich ein ganz klein wenig weg. Und wenn ich das hier mache, da ist mein Zentrum, da ist mein Partner. Ja? Lass doch die Konzentration beim Partner, das ist doch wichtig, der greift mich doch gerade an. Jetzt gehe ich hier hin. Die zweite Hand ist mit dabei. Ja, auch hier bin ich bei meinem Partner. Wenn ich in der Position stehe, lasse ich jetzt die Hand runter. Wieder was passiert? Ich drehe weg, die Spannung im Knie wird ganz groß. Ich kann das kaum halten, vorne stehen zu bleiben. Hier habe ich auch eine viel bessere Stellung. Wie beim Schwert. Da stehe ich stabil. Und diese Stellung braucht ihr, damit ihr auch euer Zentrum hinter den Partner bringen könnt. Also, diese Bewegung. Beim Partner. Konzentriert euch auf euren Partner. Oh ja. So, da gibt es ja allerlei Tricks dabei. Ja? Man kann das natürlich auch dazu benutzen, einfach mal die Umlenkung trainieren. Was kann man machen? Trainiert das jetzt mal unter einem anderen Aspekt, nämlich passiv zu bleiben und durch den Einsatz des eigenen Zentrums und durch Entspannung den Partner dazu zu bringen, mit dem eigenen Zentrum über euer Zentrum zu kommen. Wenn euch das gelingt, dann ist das so, als würde er versuchen, sich oben an meinem Zentrum wegzudrücken. Ja? Schau mal. Setzt euch mal bewusst gerade hin, drückt den Bauch vorne gegen den Obi. So, jetzt macht ihr eine Faust. Ein, zwei Fäuste, der kann man nicht machen. Er fängt an, langsam immer stärker zu drücken. Wenn ihr merkt, es wird jetzt recht kräftig, in dem Augenblick entspannt mal die Hände. Aber jetzt achtet mal genau auf seine Reaktion, insbesondere auf seine Schultern und Ellbogen. Ab jetzt bin ich nur noch entspannt. Ab jetzt ist er genau oben auf meinem Zentrum. Jetzt kann er drücken, wie er möchte, weil er drückt ja oben auf mein Zentrum. Da fängst du jetzt mal an. Ja? Schau mal, ich bin völlig entspannt. Da kann er drücken, wie er möchte. Ich bleibe einfach locker und entspannt sitzen. Also fangen wir mal genauso an. Gerade sitzen, Bauch nach vorne gegen den Gürtelknoten drücken, eine Faust machen und immer wieder ganz kräftig drücken. Einfach mal entspannen. Aber nur die Hände vorne. Dann könnt ihr gucken, wo der Partner hin möchte. Da. Okay, auf geht's. Manövrieren, dass ich meine Techniken dann ausführen kann.
Der zweite Punkt ist, konzentriert euch nicht auf Techniker. Meine Philosophie ist die, Technik, müsst ihr euch so vorstellen, wird ein schöner Eisbecher gebaut. Ein richtig leckerer Eisbecher. Da kommt da so eine richtig schöne Sahnehaube drauf, so eine Waffel. Und die Technik ist die Kaiserkirsche oben auf dieser Sahnehaube. Das ist die Technik. Aber erstmal muss das alles aufgebaut werden. Ja, das ist also ganz wichtig, die Technik ist immer nur zum Schluss das, was noch so übrig bleibt, um den Partner noch ein bisschen zu steuern. Ich werde nie vergessen, dass Meister Nucke immer vor mir gestanden hat, ging um Kote Marashi. Und dann habe ich ein paar Mal die Technik machen lassen und dann hat er gesagt, du musst das absichtslos machen. Und dann habe ich gesagt, ja Meister, Sie haben mir gesagt, welche Technik ich machen soll. Die will ich jetzt mit Absicht machen. Wie soll ich das absichtslos machen? Dann habe ich gesagt, wenn du das verstanden hast, dann kannst du eigentlich gehen. Dann ist er weitergegangen. Fand ich ganz erheblich bei der ganzen Geschichte. Bei der nächsten Runde kam er mir vorbei. Hast du es immer noch nicht verstanden? Nein. Dann zeige ich das nochmal. Dann haben wir meine Hand, hat so eine dicke Gallier-Nase, bastelt da so ein bisschen vorum, aber macht er das, baut sich, ich lag auf dem Boden, die Hand hat weh. Dann sagt er, und wenn du das so machst, dann hast du das verstanden. Ja. Okay, also das ist ganz wichtig, ihr müsst gut üben. Üben, und irgendwann passiert das von alleine. Und sehr gut üben kann man das in der letzten Form bei dem Kokyo-ho, in der man einfach mal die Dinge zulässt. Und das ist beim Aikido der dritte Punkt, der mir ganz wichtig ist. Ihr müsst zulassen. Ihr müsst einen Angriff zulassen. Ihr müsst zulassen, dass die Energie sich in eure Richtung entwickelt. Und ihr müsst ihr zulassen, dass sich das weiterentwickelt. Wir Deutschen sind so gestrickt, wir wollen immer steuern. Das muss immer nach unserem Willen gehen. Und ich merke das ja selber. Ich habe 3 Jahre lang Führungskräfte trainiert. Ich habe also junge Nachwuchsführungskräfte der Polizei ausgebildet für ihre Führungsaufgaben. Und wenn ich denen eine Aufgabe gegeben habe, die haben so eine kleine Truppe zur Verfügung bekommen, haben gesagt, du machst das so und du machst das so und du machst das so. Ich habe gesagt, das ist die Garantie dafür, dass es in die Hose geht. Ja? Wenn ich sage, das ist das Ziel, dann musst du hin. Jetzt erklär mir, wie du das machen willst. Kannst auch nochmal überlegen und dann sagst du mir, wie du das machen willst. Und dann erzählt er mir, wie er das machen will und sagt, ja, pass auf, was ist mit dem Problem und da kommt es noch so und da musst du nochmal ein bisschen nachbessern. Und irgendwann stimmt der Plan. Okay, bin ich einverstanden, mach das so, erzähl mir zwischendurch, wie der Stand ist und wenn ich irgendwie helfen kann, wenn es klemmt, dann sag mir Bescheid. Dann macht er das ganz alleine, ohne dass ich dann noch irgendwas zu tun muss. Das macht er alleine, weil es sein Wille ist, weil er es total klasse findet, weil er nämlich selber entwickelt hat und weil er weiß, der Chef steht auch noch hinter ihm. Und Aikido muss im Grunde genommen genauso sein. Ja? Das ist ein Zusammenspiel zwischen Uke und Nage. Ich muss zulassen, dass er mich angreift, ich muss seine Energie zulassen und dann führe ich ihn auf einem Wege, wo er relativ sanft auf den Boden kommt oder verhebelt wird. Alles andere würde zerstören. Ja, wenn ich da eingreife in den Prozess, zerstört das die Beziehung zwischen Uke und Nage, zerstört den Bewegungsfluss. Und wenn ich es ganz brutal durchsetze, zerstöre ich Uke. Das ist nicht Sinn des Aikido. Ja? Deswegen sind diese Punkte mir sehr, sehr wichtig beim Aikido. Und dann ist die äußere Form auch egal. Da kann man in die unterschiedlichen Verbände reingucken. Die Bewegungen sind alle von der Form her ein bisschen unterschiedlich. Aber vom Prinzip her, ist das alles das Gleiche. Und das ist ganz wichtig und trainiert deswegen auch mit vielen unterschiedlichen Partnern. Und dann werdet ihr einfach lernen, dass es immer wieder etwas anderes gibt, dass ihr immer etwas anderes bekommt von eurem Partner. Ja, und das müsst ihr zulassen. Und dann kommt ihr auf den Weg auch weiter. So, genug philosophiert, der Grieche wartet. Ich bin dran. Du bist dran. Gut, dann machen wir das kurz und schmerzhaft. Ich weiß ja, dass du eine Vorliebe hast für Sushi. Auch. Dass ihr wieder in Kontakt seid, ja. Dass ich sehr begrüße. Ja. Nach langen, langen Jahren. Ja. 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 Das freut mich. Das ist für dich. Herzlichen Dank. Ja, also mich hat das, wo du es jetzt ansprichst, sehr gefreut. Ich habe mit meinem alten Lehrer in Kern seit kurzem wieder Kontakt. Der war bei mir zu Hause, was bei mir zu Hause vorbeigebracht. Wir haben uns dann noch intensiv unterhalten. Das war ein ganz tolles Gespräch. Das war wirklich wieder wie so ein Lehrgespräch, so wie wir es früher auch als Lehrer und Schüler hatten. Und haben aber festgestellt, 25 Jahre sind wir unterschiedliche Wege gegangen, haben unterschiedliche Ansätze gewonnen, sind aber komischerweise zu den gleichen Erkenntnissen gekommen. Also auch da sieht man wieder, wenn man sich intensiv damit auseinandersetzt, dann ist das ein Weg. Ja? Und komm jetzt her. Herzlichen Dank. Bitte schön. Schön, dass du da warst. Aikido ist Aikido. Jeder hat sein eigenes Aikido. Mein Aikido, euer Aikido. Hauptsache, wie Hubert sagte, Elemente und Prinzipien. Klein und das Haar wächst. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Aber wenn die Haare da sind,
Wer wäre dann? Ja, das ist Kino. Ja, ja. Okay. Schön, dass ihr alle da wart. Ich freue mich, dass wir so eine große Zahl der Kinokas versammeln konnten wieder. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Vielleicht im April, wo wir noch etwas Größeres hinfahren. Müsst ihr mal schauen, hängt hier aus so ein bisschen. Ihr seid herzlich eingeladen, auch mal in andere Disziplinen reinzuschnuppern. Ein bisschen Karate, ein bisschen Geige. Vielleicht kann man ja mal was lernen oder in Erfahrung bringen. Und ja, macht die Kaffeebar leer und vielleicht noch ein bisschen bei der Matte mit anfassen. Das wäre super. In diesem Sinne, kommt gut nach Hause. Okay. Ich ja, warum nicht? Du musst aber nicht tief wechseln. Ja. Ja, passt schon. Ja. Lass doch mal das Bild da vorne. Den Daumen vom Finger. Du hast nicht immer den Finger da.